Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute klären wir, warum China regelmäßig Raketen auf seine eigenen Dörfer schmeißt. Viel Spaß! Wenn du mein Video letzte Woche zum Start der ersten modularen chinesischen Raumstation gesehen hast, war für dich die Nachricht, dass dieses Wochenende die erste Stufe einer Langmarsch 5B unkontrolliert auf die Erde niedergehen wird, vermutlich nicht überraschend. Aber vielleicht schauen wir uns heute mal an, was eigentlich ein viel gravierenderes Problem ist. Ich erzähle dir heute, warum China beim Starten von Raketen die Zerstörung von ganzen Dörfern in Kauf nimmt, wer das genauso macht und ja, ein paar der spektakulärsten unkontrollierten Einschläge von Raketen. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache und du dir mehr solcher Videos wünschst, die im deutschen Sprachraum die Begeisterung für die Raumfahrt fördern, freue ich mich riesig, wenn du den Channel mit deiner Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Also, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Lange Marsch 5B, böse. Ja, weil kommt irgendwann wieder runter. Aber tatsächlich kommen bis auf die SpaceX-Booster alle ersten Stufen von Raketen ziemlich unkontrolliert wieder zur Erde. Denn während die erste Stufe der Langer Marsch zum größten Teil in der Erdatmosphäre beim Wiedereintritt verglüht und es nur Einzelteile wieder auf die Erde schaffen, kommen Erststufenbooster im Ganzen wieder zurück. Wie ihr Name schon sagt, sollen Raketenbooster Raketen vom Starttisch wegboosten, also lediglich für die ersten Minuten genug Schub bereitstellen, um die Rakete aus den dicken Atmosphärenschichten zu tragen. Wenn du schon länger auf meinem Kanal unterwegs bist, weißt du, dass mehrstufige Raketen viel effizienter mit dem eingesetzten Treibstoff umgehen als beispielsweise eine Rakete, die nur eine Stufe hat. Das bedeutet aber auch, dass man auf dem Weg in den Orbit Teile der Rakete wegschmeißt. Und da wir uns ja erst noch auf dem Weg in einen Orbit befinden, kommen diese Teile dann wie ein geworfener Apfel zurück zur Erde. Beim Space Shuttle kamen die Feststoffbooster mit den größten Fallschirmen, die je entwickelt wurden, relativ kontrolliert zurück und landeten dann im Wasser. Das ist übrigens auch der Grund, warum die SLS-Booster nicht wiederverwendet werden. Da die Booster erheblich schwerer sind und größer sind als die des Space Shuttles, hätte man auch einen neuen Fallschirm gebraucht. Das hat man sich dann aus Kostengründen gespart. Wasser ist auch ein gutes Stichwort, denn wenn du über das Meer startest, verringerst du natürlich die Möglichkeiten, dass Raketenteile irgendwie irgendjemandem auf den Kopf fallen. Da befinden sich auch sehr viele Startrampen in der Nähe von Ozeanen und die Flugrichtung der Raketen ist auch aufs offene Meer hinaus. So starten die Inder, die Europäer, die Amis, die Japaner und neuerdings auch die Chinesen von Startanlagen, die direkt am Meer liegen. Russland hingegen startet seit den Anfängen der Raumfahrt aus dem Inland und die Seitenbooster der Sojus-Raketen, die von Baikonur aus starten, fallen seit jeher in die kasachische Steppe. Aber auch die anderen Kosmodrome, wie zum Beispiel Vostochny und Plesetsk, liegen nicht am Meer. Das führt dann aber dazu, dass die erste Stufe der russischen Raketen immer auf Land fallen. Ich habe einen großartigen Artikel gefunden, der beschreibt, wie das zu einer regelrechten Schrottsammelindustrie in der Nähe des Kosmodroms Plesetsk führte. Cool für mich zu hören, dass die aus dem Schrott dann Flussbrote mit dem passenden Namen Rakete gebaut haben. Den Artikel mit den schönen Bildern verlinke ich dir unter dem Video. Ich weiß, das sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, wie hoch die Bevölkerungsdichte im Startgebiet ist, aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dicht besiedelt welches Land ist, hier mal ein paar Wikipedia-Zahlen. Wenn in Russland auf einen Quadratkilometer 8 Einwohner kommen, sind es in China 148 Einwohner pro Quadratkilometer. Und weißt du auswendig, wie die Bevölkerungsdichte von Deutschland ist? Ja, also ich musste auch nachgucken. In Deutschland kommen 233 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Und warum haben die Russen ihre Startrampe nicht wie die Amerikaner ans Meer gestellt? Ja, das hat mit den Ursprüngen der Raumfahrt als Militärprogramm zu tun. Denn alle Kosmodrome waren in den 50ern Startrampen für die ursprünglich als Interkontinentalrakete entwickelte R-7, aus der dann die Sojus-Rakete hervorging. Im Fall von Vostochny war es etwas anders, hier war aber auch eine militärische Raketenbasis Ausgangspunkt. Wie das bei militärischen Projekten so ist, entschied man sich, die Anlagen weit im Landesinneren zu verstecken, um sie vor neugierigen Blicken der Amerikaner zu verbergen, sie aber auch vor einem direkten Zugriff im Angriffsfall zu schützen. Etwas, das die Amerikaner übrigens mit ihren Interkontinentalraketen auch gemacht haben. Die lagen auch weit verstreut über die gesamten Staaten. Nur kennen wir heute eben hauptsächlich die Raumfahrtbahnhöfe in Florida und in Kalifornien. Und die befinden sich halt direkt am Meer. Ja, ähnlich wie bei den Russen war das auch bei den chinesischen Startplätzen. Die wurden in den 50ern bis 80ern im chinesischen Inland aufgebaut, wo sie vor direktem Zugriff geschützt werden sollten. Interessanterweise sowohl vor den Amerikanern als auch vor den Russen. Ausnahme bildet genau der Startplatz Wenchang, von dem jetzt die Lange Marsch 5B aufgebrochen ist. Das 2016 fertiggestellte vierte und neueste Kosmodrom in Wenchang ist auch das einzige, welches über die nötige Startinfrastruktur für die Lange Marsch 5B verfügt. Jetzt am Wochenende ist ja die erste Stufe dieser Lange Marsch 5B wieder in die Erdatmosphäre eingetreten und wohl ohne Schaden anzurichten in den Indischen Ozean gestürzt. Ich war relativ überrascht, dass das in der internationalen, aber auch in der deutschen Presse solche Aufmerksamkeit erzeugt hat. Warum war ich jetzt überrascht?
Naja, letztes Jahr, als immerhin ein Dorf in der Elfenbeinküste von Trümmerteilen einer langen Marsch 5B getroffen wurden, war das Medienecho nicht ansatzweise so groß. Auch bemerkt der Spiegel ganz passend, dass der neue NASA-Chef die Praxis zwar verurteilt, aber die Amerikaner mit einem Hauptgrund dafür sind, dass es für diese Praxis keine internationalen Verträge bzw. kein internationales Verbot gibt. Da sind die Amis nämlich erstaunlich schizophren, wenn es um das Aufrechterhalten eigener Optionen geht. Wobei man aber auch sagen muss, dass es tatsächlich die gängige Praxis ist, große Objekte im erdnahen Orbit kontrolliert zu deorbiten und in unbewohntes Gebiet abstürzen zu lassen. Besonders gerne wird das auch am sogenannten Point Nemo im Pazifik gemacht. Der liegt etwa zwischen Neuseeland, Chile und der Arktis und damit maximal weit von Landmassen entfernt. Weswegen der Punkt auch abseits der Handelsrouten liegt und man generell hier wohl keine Menschen antreffen kann. Deshalb wurden hier auch die russischen Raumstationen Salyut 1 bis 6 und die Mir kontrolliert zum Absturz gebracht. Die einzige amerikanische Raumstation Skylab ist übrigens auch unkontrolliert wieder eingetreten und hätte so auch gut jemandem auf den Kopf fallen können. Fun Fact: Laut einem New York Times Artikel aus dem Jahr 1979 trafen Teile der Saturn V Rakete der Apollo 11 Mission, also just der Mission, die Neil Armstrong als ersten Menschen zum Mond gebracht hat, ein deutsches Frachtschiff. Ja, wenn du dazu mehr Quellen findest, schreib mir unbedingt unter dem Video. Aber nicht nur Raumstationen und Erststufen kommen wieder runter. Auch die Oberstufen von Raketen, die einen niedrigen Erdorbit ansteuern, kommen irgendwann wieder runter. Die mittlerweile gängige Praxis ist dabei, ein gezieltes Deorbit-Manöver durchzuführen. Das bedeutet, mit einer kontrollierten Zündung des Triebwerks den Orbit so weit abzusenken, dass die Stufe in einem kontrollierten Wiedereintritt an einem sicheren Ort abstürzt. Dass es nicht immer klappt, zeigt auch ein Fall aus diesem Jahr. SpaceX verlor die Kontrolle über eine Falcon 9 Oberstufe, die dann im März unkontrolliert über Washington State niedergegangen ist. Dieses Problem erledigt sich dann hoffentlich mit dem Starship. Das ist ja bekanntlich voll wiederverwendbar. Das heißt, sowohl Booster als auch Oberstufe kommen kontrolliert zur Erde zurück und dürfen so niemanden auf den Kopf fallen. Für einige diplomatische Verwerfungen sorgte die Notsprengung einer amerikanischen Thor-Rakete in den 60ern, deren Trümmerteile auf Kuba beim Einschlag eine Kuh töteten. Auch ein Grund, warum vom Cape alle Raketenstarts jetzt nur noch in östlicher Richtung aufs offene Meer gehen. Da man so aber nicht alle Orbits erreichen kann, werden zum Beispiel polare Orbits von Vandenberg in Kalifornien gestartet. Aber wir wollen ja über die Chinesen sprechen. Es gibt tatsächlich auf YouTube und Twitter mehrere spektakuläre Aufnahmen, die das Niedergehen oder sogar den Einschlag von Boostern zeigen. Hier geht gerade die erste Stufe einer langen Marsch 2C in der Nähe eines Dorfes in Flammen auf. Ziemlich markant ist das orangefarbene Abgas, das dem eingesetzten Treibstoff geschuldet ist. Wenn du noch nicht weißt, was hypergole Treibstoffe sind, schau unbedingt mein Video zu dem Thema. Ich kann dir aber schon mal spoilern, dass Hydrazin und seine Verbindung und die Stickstofftetroxid extrem giftig sind und weder eingeatmet noch berührt werden sollten. Umso schockierender sind Aufnahmen, wo Anwohner die niedergegangenen Raketenteile sogar noch brennend begutachten. Den Booster, den wir hier sehen, ist der einer Langmarsch 3B, der stärksten Trägerrakete, bevor die Lange Marsch 5 in Dienst gestellt wurde. Sie ist eine Flüssigtreibstoffrakete und ihre erste Stufe und die vier Booster werden mit UdMH, also unsymmetrisches Dimethylhydrazin und Distickstofftetroxid betrieben. Also wieder dieses sehr toxische und sehr explosive Zeugs. Just bei dem Jungfernflug der Langen Marsch 3B kam es 1996 zu einem schweren Unglück, bei dem die Rakete wenige Sekunden nach dem Start die Kontrolle verlor und in ein benachbartes Dorf schlug. Offizielle Quellen sprechen von 6 Toten und 57 Verletzten. Es gibt aber auch amerikanische Quellen, die von mehreren 100 Toten sprechen. Gegen mehrere 100 Tote spricht, dass die umliegenden Dörfer für die Raketenstarts normalerweise evakuiert werden. Mittlerweile hat China erste Tests mit Fallschirmen durchgeführt, die eine kontrollierte Landung der Booster ermöglichen sollen. Ob das weiter geplant ist und wie erfolgreich das funktioniert, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Wenn du dazu mehr weißt, schreib mir noch gerne unter dem Video. Auch arbeitet China ja an der Wiederverwendung der Erststufenbooster, ähnlich zu SpaceX. Das würde das Einschlagen von Boostern dann natürlich verhindern. Mein Kindheitsheld, der Astronaut Ulrich Walter, meinte übrigens in einem Tagesschau-Interview zu der wiedereintretenden Langer Marsch 5B jetzt am Wochenende, dass man die Handvoll an Langer Marsch 5B auch mal in Verhältnis setzen muss zu den insgesamt 12.000 geplanten Starlink-Satelliten von SpaceX. Die werden in den nächsten 15 Jahren ja auch wieder auf die Erde kommen. Da geht es dann ja auch mal eben um eine Gesamtmasse von 3.120 Tonnen, wenn wir bei den leeren Langer Marsch 5B Erststufen gerade mal von 20 Tonnen sprechen. Es wäre zu hoffen, dass die Starlink-Satelliten mit ihren Ionentriebwerken kontrolliert wieder eintreten. Ja, irgendwie hat man schon das Gefühl, dass da oben noch Zustände herrschen wie im Wilden Westen. Und da meine ich nicht nur Chinesen, auch Amerikaner, Russen und jeder, der Raumfahrt betreibt, sollte verantwortungsvoll mit seinen Raumfahrzeugen umgehen, damit wir weiter als Spezies dann zu den Sternen aufbrechen können. Das Thema Weltraumschrott ist ein Riesenproblem. Das meint nicht nur Schrott, der wieder runterkommt und dann eventuell großen Schaden am Boden anrichtet, auch der Müll, der im Orbit bleibt und dort Satelliten oder sogar Astronauten gefährdet, ist ein Riesenproblem. Weil das Thema so wichtig ist, spreche ich
darüber demnächst mit einer Expertin. Vielen, vielen Dank geht an dieser Stelle an die Discord-Mods Martin, Patrick und Roman, die letzte Woche ununterbrochen für Senkrechtstarter auf dem Discord, aber auch bei den vielen Livestreams im Einsatz waren. Und natürlich ein großes Dankeschön an all meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Letzte Woche sind Philipp Kaskela, Steffen Schön und Bobby M12 dazugekommen. Vielen Dank dafür, das motiviert mich weiter, Zeit und Energie in Senkrechtstarter zu stecken und euch die Raumfahrt näher zu bringen. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.